Starfield hat weder eine echte Open World, noch kann man wirklich von A nach B fliegen. Beides hat mich massiv enttäuscht. Und trotzdem hat mich das Action-RPG 120 Stunden lang fasziniert. Seht und hört, wieso. Starfield ist insgesamt sehr gut geworden, wenngleich nicht epochal. Es macht vieles super und einiges richtig schlecht, aber das Schlechte lässt sich weitgehend ignorieren. Starfield hat wenige Bugs und ist auf guter PC-Hardware performant. Es bietet glaubwürdige Charaktere, ist sowohl auf Englisch als auch Deutsch voll vertont, bis auf den eigenen Charakter, behandelt durchaus auch ernste Themen und erschafft eine packende Welt. Seine größte Stärke sind die beeindruckend vielen und überwiegend klasse designten Quests. Seine größte Schwäche sind die zusätzlichen prozedural generierten Inhalte, die mindestens so substanzlos wirken wie in No Man's Sky. Die über 1000 Planeten relativieren sich stark. 90% des Spiels finden in etwa 10 Sonnensystemen an maximal 20 spannenden Orten statt. Die über 100 restlichen Systeme mit ihren vielen 100 Planeten und Monden dienen zwar vereinzelt als Ort für Quests und ab und zu wird dort ein Zufallsereignis ausgelöst. Doch zu 99% erlebt ihr dort nur prozeduralen Kram, der keinerlei Relevanz hat. Bevor ich aber zu meiner einen großen Enttäuschung komme, ein kurzer Überblick zur Handlung. Ich spoilere nichts und verrate auch nichts zu den beiden New Game Plus Varianten. Wir haben aber auf gamersglobal.de einen umfangreichen Guide zu Starfield. Da stehen solche Infos drin. Starfield beginnt auf einem Bergbaumond und ihr findet dort ein Artefakt, das euch eine Vision sehen lässt. Wenig später werdet ihr Mitglied des Geheimbunds Constellation, der in der Stadt New Atlantis auf dem Planeten Jemison im Sonnensystem Alpha Centauri logiert. Ihr bekommt sogar gleich ein eigenes Raumschiff, die Frontier. Die Constellation glaubt, dass die Artefakte auf eine außerirdische Intelligenz hinweisen und will der Sache auf den Grund gehen. Das ist quasi die Hauptstory, die sich in diverse Unterstränge aufspaltet, euch viele Stunden beschäftigen wird und zu einem schönen Finale führt. Aber natürlich solltet ihr nicht nur dieser Hauptstory folgen, es gibt viel mehr in Starfield. Bis zu 5 Gefährten können euch auf eurem Schiff begleiten. Einer davon, in Ausnahmefälle auch mal bis zu 3, laufen auch wirklich mit euch durch die Welt und helfen im Kampf. Die wichtigsten Begleiter sind die Constellation-Mitglieder. Sie geben euch Boni und es gibt viel mit ihnen zu bereden und manche haben eigene Questreihen. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere NPCs, manche mit Story, manche sind so rein ausgewürfelt und stehen in einer Bar rum. Die wichtigsten Mitglieder sind natürlich die von der Constellation. Da sind mir einige im Laufe meiner 120 Spielstunden wirklich ans Herz gewachsen. Vor allem Sarah, die Chefin von Constellation, Andrea, die ungelenke Außenseiterin, die eine Varul ist, die ist eh schon suspekt deswegen, und das Gespann aus Cowboy Cole und seiner wissbegierigen Teenager-Tochter. Aber jetzt zur großen Enttäuschung, über die ich erstmal hinwegkommen musste nach etwa 10 Stunden. Weder im Weltall noch auf dem Boden ist Starfield ein echtes Open-World-Spiel. Vielmehr bewegt man sich immer in einer Blase, auf Neudeutsch Instanz. Der Orbit eines Planeten ist so eine Blase. Ihr könnt zwar auf jedem Planeten an beliebiger Stelle landen, aber das erzeugt einfach eine neue Blase namens Landepunkt. Dort lauft ihr herum, scannt Pflanzen und Tiere, dort findet ihr auffällig häufig und immer in nächster Nähe Mini-Dungeons wie Produktionsanlagen oder Militärposten und dort dürft ihr sogar selbst einen Außenposten bauen, nur diese Blasen sind erstens limitiert. Irgendwann lauft ihr gegen eine unsichtbare Wand und werdet von einem Textfenster zum Umdrehen aufgefordert. Ob in der Umgebung von New Atlantis, ob in der Umgebung von Aquila
oder auch einfach so bei einer dieser frisch prozedural nur für euch generierten Planetenblasen. Und zweitens und noch viel schlimmer, diese einzelnen Blasen haben keinerlei Verbindung zueinander, außer per Schnellreise. Wenn ihr zum Beispiel direkt nördlich der Hauptstadt New Atlantis anlandet und nun nach Süden schaut, werdet ihr die markanten Wolkenkratzer nicht sehen können. Wenn ihr dann beliebig lange nach Süden lauft, werdet ihr sie niemals erreichen, denn es gibt sie ja gar nicht, ihr seid ja in einer anderen Blase. Es fehlt also in Starfield das, was die Welten von Elder Scrolls Oblivion oder Skyrim so toll gemacht hat. Ihr könnt niemals aus weiter Entfernung auf einen markanten Punkt wie den Turm von Cyrodiil oder den Hals der Welt von Himmelsrand zulaufen. Das gleiche gilt im Weltraum. Vom Orbit runter auf den Planeten fliegen oder auch nur zu einer Sternbasis, die angeblich 140 Kilometer entfernt kreist, ist unmöglich. Von A nach B reist ihr ausschließlich per Graph Drive mit einem Teleport. Ihr könnt zwar, und das ist echt klasse, jederzeit im Weltall aus dem Cockpit aufstehen und in eurem Raumschiff herumlaufen, mit Begleitern reden oder sogar Crafting betreiben, aus dem Fenster gucken oder was auch immer. Aber währenddessen fliegt ihr nirgends hin. Elite Dangerous von Frontier oder auch No Man's Sky von Hello Games lassen euch in und zwischen Sonnensystemen herumfliegen. Starfield versucht das erst gar nicht. Das hatte ich ganz anders erwartet im Vorfeld und das hat mich echt enttäuscht. Aber zum Glück macht Starfield vieles andere richtig gut, teilweise sogar super. Starfield hat vor allem fantastische Quests und sehr viele davon. Die Nebenquestreihen der einzelnen Fraktionen sind so gut und umfangreich, dass fast jede davon einem anderen Spiel als Hauptkampagne reichen würde. Die Aufgaben sind vielfältig, es gibt diverse Interaktionen mit NPCs und Begleitern und alle sind, wie gesagt, vertont. Starfield beherrscht außerdem die Paradedisziplin eines Rollenspiels extrem gut, nämlich euch viel Loot vorzusetzen. Überall liegt extrem viel Zeug herum, aber nicht lieblos, sondern sinnvoll platziert. Es ist schwer zu beschreiben, aber dieses ständige Abwägen, was sammle ich ein, was lasse ich liegen und das dann beim Händler verkaufen oder eben selbst benutzen, das macht einfach Spaß. Nett ist auch, dass jeder Begleiter mehrere Sprüche der Marke "Du musst nicht alles in der Galaxie einsacken" bereithält, um mich für meine Raffgier zu tadeln und mich außerdem so darauf hinzuweisen, dass ich gerade über die Lastgrenze hinausgerate. Was ich außerdem gut finde, es gibt keine Level-Voraussetzungen für Ausrüstung, wie ich sie in einigen anderen RPGs hasse. Ich darf also jede Waffe, die ich finde, sofort nutzen, auch wenn ich vielleicht zu früh eine besonders starke finde. Starfield zelebriert überdies packende Bodenkämpfe, und zwar in Manier eines Shooters. Das heißt, es werden zwar die ganzen Waffen und Rüstungswerte eingerechnet, aber ihr trefft oder trefft nicht, wenn ihr gut oder schlecht zielt und eben nicht, wenn eine Zufallszahl im Hintergrund das so will. Euer aktiver Begleiter kämpft mit, ihr könnt ihm auch eine Waffe nebst Munition geben, dann benutzt er die auch. Er kann Gegner töten, geht aber selbst nur eine Weile zu Boden und stirbt nie. Ihr kämpft vor allem gegen menschliche Gegner, aber es gibt durchaus auch Tiere, Roboter und diverse Alien-Monster. Ihr habt viele verschiedene Schießprügeltypen sowie Nahkampfwaffen. Das Waffenrad erlaubt 12 Schnellzugriffe, die könnt ihr aber auch mit Buffs oder Heil-Items belegen. Ihr werft Granaten verschiedenen Typs oder Minen, bufft euch, nutzt euren Booster-Pack zum Fliegen. Ihr kämpft sehr vereinzelt, sogar mal im schwerelosen Raum, was mit Rückstoßwaffen extrem chaotisch, aber auch lustig wird. Besser setzt ihr natürlich dann Energiewaffen ein. Ihr ballert auf Planetenoberflächen, im Untergrund und sogar an Bord von Schiffen. Ja genau, an Bord von Schiffen. Ihr dürft nämlich in Raumkämpfen Schiffsantriebe kaputt schießen von Gegnern und deren Schiff dann entern. Ebenso könnt ihr etliche gelandete Schiffe entern. Und wenn ihr den resultierenden Nahkampf an Bord gewinnt, dürft ihr das Schiff eurer Flotte einverleiben.
Die Weltraumkämpfe sind zwar weniger vielseitig als die zu Fuß, machen aber ebenfalls Spaß. Zumal ihr euer Schiff entweder in Teilen oder von Grund auf selbst basteln dürft. Mit vorgefertigten Bausteinen, aber doch einer gehörigen Portion Kreativität. Im Kampf leitet ihr dann unter Zeitdruck die Reaktorenergie in wichtige Systeme, hämmert auf die Reparieren-Taste oder gebt kurzzeitig Schub, um auszuweichen und nicht von Raketen erfasst zu werden. Ihr setzt bis zu 3 Waffengruppen ein, etwa Laser in der ersten, Kanonen in der zweiten und Raketen in der dritten. In Sachen Szenario ist Starfield um Glaubwürdigkeit bemüht. Es spielt im Jahr 2330, etwa 200 Jahre zuvor wurde die Erde zerstört. Wie und warum, das erfahren wir im Laufe der Story. Nun gibt es 3 große menschliche Fraktionen im Weltall, die noch vor 2 Jahrzehnten Krieg gegeneinander führten. Erstens die United Colonies mit ihrer Hauptstadt New Atlantis im Alpha Centauri System und einer Marsbasis im Sol System. Zweitens die Freestar Collective, die in 2 Systemen große Städte hat, Aquila City und Neon. Und drittens die im Spiel nur am Rande auftauchenden Varul, kriegerische Religionsfanatiker. Ich vermute übrigens stark, dass sich ein Story-DLC noch näher um die Varul kümmern wird. Aber Moment, es gab einen Exodus der gesamten Menschheit, es gibt angeblich hunderte besiedelte Planeten, überall sind Raumschiffe und überall Bodenstationen, selbst auf dem entferntesten Mond. Aber im Spiel gibt es gerade mal 4 echte Städte? Ja, so ist das. Es existieren zwar noch einige wenige Kleinstädte und Raumstationen, aber ihr müsst quasi beide Augen zudrücken und akzeptieren, dass Bethesda lieber einige wenige Städte detailliert gestalten wollte, als euch Dutzende Siedlungen vorzusetzen, was realistischer gewesen wäre. Aber sie machen es eben detailliert. Nehmen wir New Atlantis. Diese Stadt der United Colonies besteht aus mehreren Vierteln und Bethesda-typisch wird fröhlich nachgeladen, wann immer ihr ein Gebäude betretet oder eine Ebene wechselt. Doch gleichzeitig ist die Stadt innerhalb ihrer Blase wirklich da. Ihr könnt beispielsweise in einem der Wolkenkratzer ein Luxus-Apartment erhalten als Questbelohnung und es mit einer abgespeckten Variante des Outpost-Editors sogar selbst mit Möbeln füllen. Geht ihr dort auf einen der beiden Balkone, seht ihr hunderte von Metern tiefer den Raumhafen, etwa 1 Kilometer entfernt, und darin euer eigenes Raumschiff, mit dem ihr angelandet seid. Das ist schon mal cool, finde ich, aber wenn ihr nun vom Balkon springt, könnte das Schiff dank Boost-Rucksack tatsächlich erreichen, ganz ohne Nachladen oder Tricks. Und die aus sehr großer Entfernung im Zoom-Visier eurer Waffe noch stillstehenden Passanten erwachen bald zum Leben, wenn man ihnen auch nur ein bisschen näher kommt. Es gibt also keinen 2D-Fake in großer Entfernung, wie in Cyberpunk 2077. Ihr trefft außerdem immer wieder auf die Piraten der Crimson Fleet. Deren Weltraumbasis der Schlüssel ist ein wichtiger Umschlagsplatz für Schmuggelware und auch sonst sehr gut zum Handeln geeignet. Das zugehörige Schloss ist eine ehemalige Haftanstalt auf dem Planeten darunter und Schauplatz einer langen Nebenquest. Ansonsten gibt es noch Unterfraktionen, die ihrerseits Questgeber sein können, etwa die UC Security oder die Tracker. Als Standardbösewichte halten die Spacer her, das sind quasi Weltraumgangster, sowie deren gefährlichere Variante, die Ecliptic-Söldner. Diese beiden Gruppen sind immer böse, aber mit den anderen könnt ihr befreundet oder verfeindet sein.
Ein Kopfgeld droht für Überfälle auf Zivilisten, Kapern von Raumschiffen, aber auch für kleinere Vergehen wie Diebstahl. Dummerweise wird aktuell dann darauf noch reagiert, als hättet ihr was ganz Schlimmes getan. Euch greifen dann nämlich sämtliche Raumschiffe der Fraktion sofort an, wenn sie euch sehen. Unser großer Guide auf www.gamersglobal.de verrät übrigens, wie man relativ einfach das Kopfgeld wieder losbekommt. Trotz seines Action-Kampfsystems ist Starfield ein echtes Rollenspiel, voller Dialoge, Quests und durchaus auch Entscheidungen. Wenngleich nicht so vielen wie bei Baldur's Gate 3. Was gibt's? Oh stimmt, er war ja nicht hier, als du aufgetaucht bist. Ihr steckt viel Zeit in Sortieren und Verkaufen eures Inventars, ihr vergleicht Waffen und sonstige Ausrüstung, um die besten Items für euch herauszufinden. Sogar die Zaubersprüche von Fantasy-RPGs gibt es in abgewandelter Form, den Kräften. Was es nicht gibt, ist das Vergeben von Punkten auf Charakter, Werte und Attribute. Euren Charakter bestimmt ihr vielmehr auf vier Arten. Erstens rein optisch im Charaktereditor. Zweitens über drei unveränderliche Spezialeigenschaften, die ihr zu Beginn wählt, etwa Kinderkram oder Freestyle Collective Staatsbürger. Diese speziellen Eigenschaften eröffnen euch ganz andere Dialogoptionen in einigen Gesprächen, teils aber auch ganze Questreihen oder besondere Erlebnisse. Eure Eltern beispielsweise besuchen euch schon mal in eurem Constellation Hauptquartier und bringen auch immer wieder Geschenke vorbei, bis hin zu einem einzigartigen Raumschiff. Drittens und vorrangig bestimmt ihr euer alter Ego über die angelegte Ausrüstung. Helm, Raumanzug, Rucksack und die darunter getragene Kleidung haben nicht nur optische Auswirkungen, sondern summieren sich in ihren Schutzwerten, also etwa gegen physischen, elektromagnetischen oder Energieschaden oder gegen vier dedizierte Umwelteinflüsse wie Strahlung. Waffen und Rüstungen können außerdem eine breite Auswahl von Spezialeigenschaften mitbringen, helfen etwa bei der Hitpoint-Regeneration oder stecken nahe Feinde in Brand. Kleidung ist praktisch, um Defizite des Anzugs, etwa bei Umweltresistenzen, auszugleichen. Der wichtigste Wert ist neben der Lebensenergie der Sauerstoffvorrat, denn insbesondere Rennen und Sprinten kostet Sauerstoff. Gemeinerweise führt Inventarüberladung dazu, dass alles bis auf das schnarchlangsame Gehen Sauerstoff kostet und zwar viel. Außerdem sind dann keine Schnellreisen mehr möglich. Der vierte Punkt im RPG-System von Starfield sind die Perks. Das ist ein in fünf Klassen mit je vier Stufen unterteiltes System, wobei jeder einzelne Perk nochmal vier Ränge hat, die meist, aber nicht immer, lineare Steigerungen der Boni bringen. Um weitere Perk-Stufen freizuschalten, müsst ihr im jeweiligen Hauptzweig, etwa Forschung, eine Mindestzahl von Skill-Points ausgegeben haben. Und um den Rang eines vorhandenen Perks zu steigern, sind neben einem weiteren Skill-Point Vorbedingungen zu erfüllen. Die sind dummerweise nicht ganz ausgewogen. Beispielsweise sind der Fitness- und der Raumschiff-Konstruktions-Perk sehr viel schwerer zu steigern als etwa Gewichtheben, Medizin oder die Waffenskills. Teilweise schalten Perks auch weitere Forschungs- oder Mod-Stufen frei oder ganz neue Fähigkeiten. Der Boost-Pack-Perk ist aus meiner Sicht Pflicht, da ihr damit kurze Flüge machen könnt und im Laufe des Spiels immer weitere, wenn ihr den auch ausbaut, und auch an Stellen kommt, wo ihr vielleicht erstmal gar nicht hinkommen sollt und euch so Missionen erleichtert. Es ist auch im Kampf eine Riesenhilfe. Dann gibt's aber nicht nur den Perk-Skill, sondern auch die Art des Boost-Packs. Es gibt normale Boost-Packs, Dash-Packs, Power-Packs und ausgewogene und die steigern halt auch nochmal, wie weit oder wie hoch ihr damit springen könnt. Auf schwerelosen Welten gleicht das dann fast schon Fliegen und ist ziemlich cool. Da man aber immer nur einen Skillpoint bekommt und es so viele Perks gibt und ja alle auch vier Ränge haben, muss man sich schon gut überlegen, was man steigert. Auch dazu gibt's in unserem Guide hilfreiche Tipps. Mit dem Schiffsdesigner hat Starfield ein Feature, in das ich allein gut 12 Stunden investiert habe.
Man wählt Reaktor, Hülle, Graph Drive, Motoren, Crew-Module, Waffen und einiges andere mehr. Es gibt etliche Regeln, so müssen nicht-kosmetische Bauteile alle miteinander verbunden sein, die Docking Station muss auf der obersten oder untersten Ebene des Schiffs liegen, es darf maximal 4 Triebwerke geben und einige andere Dinge mehr. Das Motivierende ist nun, den bestmöglichen Kompromiss der resultierenden Werte hinzubekommen, ohne eine bestimmte Masse zu überschreiten, denn die Masse bestimmt die Lichtjahr-Sprungdistanz und die ist relativ wichtig. Ihr könnt aber auch ein Spezialschiff bauen, das zum Beispiel sehr weit springen kann und Schmuggelware verstecken, dafür aber kaum Crewplätze hat oder keine Crafting-Stationen. Wohlgemerkt! Ihr braucht den Schiffseditor nicht, ihr könnt neue Schiffe auch einfach kaufen oder kapern oder nur einzelne Systeme austauschen lassen. Aber mir macht's eben große Freude, denn das Schiff, das ich da mir bastle oder umbaue, das sehe ich bei jedem Start und bei jeder Landung, bei jedem Graphsprung in ein System. Ich habe beim Planetenerkunden eine zufällig landende Varul-Hymn gekapert, zu dem Zeitpunkt ein wirklich weit fortschrittliches Schiff, und das dann immer weiter ausgebaut. Jetzt ist es im Kampf ziemlich stark, verfügt über 2400 Kilogramm Laderaum, was natürlich lächerlich wenig ist, aber für die komischen Spielmaßstäbe viel, hat eine sehr hohe Manövrierbarkeit, kann immerhin noch 18 Lichtjahre weit springen, verfügt über 6 Crewplätze und alle Crafting-Stationen und die Forschungsstation. Ich habe außerdem überall Fenster eingebaut und sogar einen kleinen Aussichtsturm, denn mir macht Spaß, mich auch einfach mal dahin zu stellen und die Umgebung meines Schiffs vom Schiffsinneren aus anzusehen, was im Weltraum oder auch gelandet auf Planeten geht. Ich habe ja schon verraten, dass er nie selbst längere Strecken fliegt, sondern immer nur teleportiert. Und das geschieht auf der Sonnensystem- sowie der Sternenkarte. Letztere zeigt mit leuchtend weißen, mattweißen sowie roten Punkten an, welche Systeme ihr schon besucht habt, besuchen könnt oder erst noch freischalten müsst. Das Freischalten geht einfach dadurch, dass er in ein benachbartes System springt. Natürlich muss euer Graph-Antrieb genügend Reichweite haben, aber geschätzt 80% aller Sonnensysteme erreicht ihr ohne jede Umbauten mit eurem anfänglichen Raumschiff, der Frontier. Fürs Durchspielen braucht ihr ein Schiff, das mindestens 21 Lichtjahre weit springen kann. Abhängig von der Masse eures Schiffs benötigt ihr pro Lichtjahr mindestens eine Einheit Treibstoff. Aber da Treibstoff nichts kostet und sie nach jedem Sprung wie von Zauberhand wieder auffüllt, könnt ihr einfach mehrere Teilsprünge machen, kein Problem. Wenn ihr auf ein bekanntes System klickt, erscheint als nächste Zoomstufe die Sonnensystemansicht mit einzelnen Himmelskörpern und teilweise auch schon eingezeichneten Hey, hier gibt's was Icons. Klickt ihr dann auf einen Planeten, werden die als Rauten angezeigten Blasen, also Instanzen sichtbar, die sich dann direkt anwählen und anspringen lassen. Oder ihr klickt auf eine leere Stelle, dann erschafft ihr damit ja eine neue Instanz. Ihr dürft in Starfield fast überall in der Spielwelt einen Außenposten errichten, maximal aber 8 Stück. Ihr seid also in einer Blase, es funktioniert aber auch am Rande der fest designten Städte. Und dann setzt ihr den Outpost-Sender ab, der kostet ein paar Ressourcen. Und danach könnt ihr in einem weiten Radius darum herum, ich schätze den auf etwa 200 Meter, Wohnmodule, Förderanlagen, Container und so weiter errichten, Geschütze, was immer ihr wollt und in der Forschung freigeschaltet habt. Die Wohnmodule könnt ihr dann auf Wunsch noch mit allerlei Kosmetikzeugs verzieren oder auch irgendwo gefundene Objekte darin ablegen, die bleiben dann auch da drin. Zwei Probleme gibt's mit den Outposts. Erstens, der Outpost-Editor ist vor allem per Maus und Tastatur extrem unhandlich.
Dazu trägt die bereits im Abstand von mehreren Metern greifende Magnetfunktion bei, die mich in den Wahnsinn getrieben hat. Eine echte Qual, sage ich euch. Zweites Problem: Outposts haben nach meiner etwa 6-stündigen Beschäftigung mit ihnen kaum spielerische Relevanz. Ich selbst habe meinen einzigen ernsthaften Outpost in Sichtweite von New Atlantis, also innerhalb dessen Instanzblase, gebaut und freue mich über die Licht- und Wetterstimmungen beim idyllischen Blick über den lauschigen See auf die Skyline. Aber spielerisch bringt das natürlich nichts. Mir fällt es auch schwer, die vorhandenen Produktionsketten ernst zu nehmen. Denn was man fördert und mit einem komplizierten Outpost-Link-System dann irgendwo hintransportieren lässt automatisch, das alles kriegt man viel leichter und schneller für wenig Geld bei diversen Händlern. Ich sehe eigentlich nur 3 sinnvolle Einsatzzwecke für den Outpost und keiner davon ist wirklich zwingend. Erstens, um einen leicht zugänglichen Kopfgeld-Bezahlautomaten zu haben, den könnt ihr nämlich sofort nach dem Gründen des Outposts hinstellen, ihr braucht da auch sonst nichts dazu außer ein paar Ressourcen. Und zweitens, um einen eigenen Raumschiff-Landeplatz samt Schiffseditor und Schiffsbestellautomat zu haben. Drittens, fürs Crafting kann ein Außenposten sinnvoll sein, vor allem im Late Game. Denn es gibt viele Dutzend flüssige, gasförmige, feste sowie konstruierte Rohstoffe, die man für Forschung, Waffen, Rüstungsmods und Außenpostenbauten braucht. Da geht die Übersicht schnell verloren und schneller noch läuft der Frachtraum eures Schiffs oder euer persönliches Inventar voll. Beim Außenposten hingegen könnt ihr fast beliebig viele Container der 4 Rohstofftypen, also etwa gasförmige oder Flüssigkeiten, bauen und dann da einfach alles reinwerfen, was ihr kauft oder einsammelt oder als Questbelohnung bekommt. Jetzt noch die Crafting-Stationen davor stellen, die müssen nämlich nicht im Inneren von Wohnmodulen stehen. Und dann könnt ihr fortan automatisch die benötigten Rohstoffe aus sämtlichen Containern verwenden. Das ist dann wirklich eine Erleichterung, wenn ihr das Crafting sehr ernst nehmt. Ich halte die Outposts aber für das schwächste Spielelement von Starfield. Es ist viel weniger umfangreich als in Survival-Spielen wie Empyrion und zudem wirklich mies zu bedienen. Forschung und Crafting sind zwar aufgrund der vielen nötigen Ressourcentypen etwas nervig, lohnen sich aber. Denn darüber könnt ihr selbst bonigebendes Essen herstellen und vor allem eure Waffen, Anzüge, Rucksäcke und Helme modifizieren. Im Gegensatz zu Diablo 4 beispielsweise gefällt mir bei Starfield, dass man zwar viel Loot findet, aber nicht im Viertelstundentakt seine halbe Ausrüstung durchwechselt, weil man ständig noch was Besseres findet. In Starfield geschieht das langsamer und durch die Mods verlangsamt man das noch weiter, weil eben die aktuelle Ausrüstung länger konkurrenzfähig bleibt. Mir gefällt das sehr. Aber auch das Crafting könnt ihr ignorieren, wenn euch das wenig Spaß macht, denn es finden sich genügend Loot-Gegenstände und oft genug auch seltene Waffen oder solche, die bereits Mods installiert haben. Was macht man eigentlich auf den Planeten in diesen komischen Instanzen? Man scannt Tierarten, Pflanzentypen und geologische Besonderheiten. Und hat man 100% gescannt, dazu sind meist 2 oder 3 Landungen erforderlich, weil die Flora und Fauna je nach Biom unterschiedlich sind, dann gibt's extra XP und man kann die Scan-Daten verkaufen. Außerdem findet man oberirdisch sowie in zufallsgenerierten Minen Erze zum Abbauen, die man in typischer Manier mit einem Lasercutter kaputt macht und einsammelt. Pflanzen lassen sich pflücken, in den getöteten Tieren gibt es viele Vorräte und über Gasvorkommen lassen sich beispielsweise Extraktoren errichten. Man kann in diesen Instanzen kämpfen und sogar gelandete Raumschiffe kapern. Aber leider werden die Instanzen nicht nur prozedural generiert, sondern sie werden auch noch schlecht generiert. So gut wie immer, wenn ich lande, habe ich sofort 2 bis 3 Kompassziele in meiner näheren Umgebung, in wenigen 100 Metern Entfernung. Überall sind irgendwelche Bauten.
In etwa 50% der Fälle höre ich kurz nach der Landung und meinem Ausstieg ein anderes Raumschiff, das in einiger Entfernung gerade ebenfalls landet oder startet. Egal, ob ich auf einer Hauptwelt bin oder auf einem winzigen Mond weit im Nirgendwo. Ich bin doch kein Kleinkind, das unablässig bespaßt werden muss. Ich fände es viel besser, wenn es auch einfach mal eine völlig unbelebte, leere Ödnis gäbe. Das würde die belebteren Welten viel interessanter machen. Aber nein, zumindest verlassene Außenposten finden sich wirklich überall. Neben den großen Städten werden doch sicher urbane Landschaften generiert, so mit Lagerhäusern, Wohnkomplexen und Straßen. Leider nicht, denn außerhalb der Hauptstadtblase fängt sofort die Wildnis an in Starfield, was natürlich komplett unrealistisch wirkt. Auch sonst fehlt es den Designern erkennbar an der Fantasie, die nötig wäre, dieses prozedurale Generieren schön hinzukriegen. Es gibt zwar viele verschiedene Pflanzen- und Tiertypen, aber letztlich kommen sie alle aus einer sehr überschaubaren Auswahl von Grundtypen. Letztlich gibt es friedliche und aggressive Tiere und die meisten haben halt zwei Beinpaare und einen Kopf. Dieses Wesen hier gehört schon fast zum ungewöhnlichsten, was mir untergekommen ist. Es hat immerhin vier Beinpaare und den Kopf sieht man erst von der Seite. Was es gar nicht gibt, sind mal ganz ungewöhnliche Wesen. Wieso nicht mal eine Welt mit turmhohen Riesentieren? Oder Aliens, die wie riesige Quallen aussehen? Oder eine Gaswolke, die sprechen kann? Irgendwie so etwas, es gibt es einfach nicht. Skyrim hatte mit Riesen und mit den Drachen spannendere Kreaturen als alles, was ihr in Starfield finden könnt, obwohl es doch über 1000 Planeten hat. Auch im Weltraum seht ihr immer das Gleiche. Man springt in ein System zu einem Planeten und vor dessen Planetenscheibe oder Mondscheibe sieht man dann entweder A. nichts, B. einen Asteroidengürtel oder C. Weltraumtrümmer. Zusätzlich geben kann es dann noch A. nichts, B. eine Kiste oder C. irgendein oder auch mehrere Raumschiffe. Die sind dann entweder A. freundlich oder B. feindlich oder halten C. eine Quest parat. Und das war's. Ich bin kein einziges Mal in ein Sonnensystem gekommen und dachte, boah, Wahnsinn, ein astronomisches Phänomen. Die Blasen werden generiert, indem Faktoren wie Schwerkraft, Art und Größe des Sterns, Atmosphäre, bla 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 einberechnet wird. Nur, man merkt davon wenig, außer ein bisschen von der Optik her und beim Boost-Pack-Springen merkt man schon sehr deutlich die Schwerkraft auf dieser Welt. Und ich muss leider noch ein wenig schimpfen, denn das Interface von Starfield, vor allem mit Maus und Tastatur, ist eine Zumutung. Das Ballern klappt klasse, alles andere ist leicht bis stark nervend. Vor allem, weil das Listeninventar unübersichtlich ist und man auch am PC zu vielen Menüs nicht direkt kommt, sondern durch mehrfaches Umschalten. Selbst auf Gamepad funktioniert das stellenweise mehr schlecht als recht, aber auf PC gibt es einfach keinerlei Rechtfertigung dafür. Es kann doch nicht sein, dass ich wieder auf Mods warten muss, die mir beispielsweise beim Handeln gleichzeitig mein Inventar und das des Händlers anzeigen. Wie sonst soll ich denn wissen, was ich schon habe, verdammt nochmal, oder ob ich überhaupt noch Munition brauche? Oh, you're breaking my heart. Für dieses Video habe ich sowohl deutsche als auch englische Sprachausgabe verwendet. Ich finde beide gut. Aber die deutsche ist nicht lippensynchron, was ich unerträglich finde. Und die deutschen Texte sind manchmal etwas gar zu frei übersetzt und entfernen sich von der ursprünglichen Bedeutung. Entwarnung kann ich bei der Bugdichte geben. Mir sind schon ein paar untergekommen von diesen komischen Käfern, etwa fehlende Haare bei NPCs oder für immer verschwindende Geschütze in meinem Outpost. Aber auf die Gesamtspielzeit gerechnet, waren es wirklich nur sehr wenige Bugs und gerade mal zwei Abstürze. Bei 120 Spielstunden fällt das nicht weiter ins Gewicht. Jetzt habe ich wirklich viel kritisiert in den letzten Minuten, aber was ist denn nun meine Bewertung von Starfield?
die ist dennoch überaus positiv. Ja, das Interface ist ärgerlich und ich hätte nie erwartet, dass mich Starfield so wenig durch den Weltraum fliegen lässt und mir so uninteressante Instanzen vorsetzt und keine echte Open World hat. Hätte man nicht wenigstens einige der Hauptwelten durchgängig erkundbar machen können mit fest designten Landschaftsmerkmalen? Aber wenn man das eben akzeptiert, wenn man sagt, okay, Starfield ist kein Elite Dangerous und auch kein No Man's Sky in dieser Beziehung, dann wird der Blick frei für die vielen Stärken. Ich will nicht nur wissen, wie die Hauptstory weitergeht, ich will auch jede einzelne Nebenquesthandlung abschließen. Dazu kommen die enorm wuchtigen Actionkämpfe, die etwas simplen, aber dennoch befriedigenden Weltraumschießereien, das Kapern von Schiffen, der tolle Schiffseditor, all die Kleinigkeiten wie Loks oder Gesprächsfetzen oder auch Walking-Sim-Abschnitte, aus denen sich nach und nach die Spielwelt zusammensetzt. Meine Gefährten wachsen mir ans Herz, sie sind irgendwie immer da und quatschen mich an oder kommentieren, was ich tue. Die Händler verkaufen unterschiedliche Waren und haben auch ein paar Dialogzeilen auf Lager. Eigentlich identische Schiffsteile unterscheiden sich dann teils doch je nach Hersteller. Überall sieht man die Liebe zum Detail. Und die Simulation der Spielwelt, soweit es sie eben gibt, funktioniert. Bin ich etwa mit der Crimson Fleet befreundet, fallen mir etliche auch Story-Missionen deutlich leichter, einfach weil sie mich da nicht attackieren, wenn ich in von ihnen besetzte Gebiete vordringe. Ich kann mitten im Kampf vom Cockpit aufstehen und nach hinten zu den Werkbänken laufen. Ob das jetzt das Beste ist, sei dahingestellt, denn der Kampf geht währenddessen weiter und man kann dann auch draufgehen. Mir ist es passiert, dass mitten in einer gefährlichen Quest meine Begleiterin Andrea mit mir quatschen wollte über irgendwas Generelles. Ich dachte noch, naja, ob das jetzt der richtige Moment ist, sprach sie aber dennoch an. Und wurde dann wenig später mitten im Dialog von einem Sirenenmonster totgebissen, weil die Welt um uns herum eben nicht einfach stillstand. Für solche Momente liebe ich Starfield und auch für den insgesamt erwachsenen Ton und die romanwürdige Hauptstory und das vielleicht nicht exorbitant tolle, aber dennoch schlüssige und befriedigende Ende samt New Game Plus in zwei Varianten. Und ja, ich habe einfach Freude daran, auch einfach mal aus meinem Schiff rauszugucken, an meiner Werkbank zu stehen, während draußen eine ferne Sonne untergeht. Nicht nur hier übertrifft Starfield deutlich No Man's Sky, denn mein Schiff wirkt wie ein echtes Schiff. Ich kann darin herumlaufen, sein Layout selbst verändern, meine Gefährten sind mit dabei, lungern herum, setzen sich irgendwo hin und sie geben mir passive Boni und aktiv kleine Geschenke von Zeit zu Zeit. Das fühlt sich einfach an wie mein eigenes, fliegendes, Korrektur, teleportierendes Zuhause. Du könntest mich ebenso gut bitten, das Universum zu erklären. Folgendes kann ich dir sagen. Die große Schlange hat sich Jinan Varun vor Jahrzehnten gezeigt. Sie erklärte ihm, dass sie diese Galaxie erschaffen und ihr Leben eingehalten hat. Ich würde mir zwar einiges anders wünschen im Spiel, und manches davon wird auch kommen, wenn nicht von Bethesda selbst, dann ganz sicher von begabten Moddern. Doch meine Meinung steht auch ohne, falls das noch passiert, dann bla 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 Einschränkungen fest. Interface-Schwächen hin, prozeduraler Krempel her, ich hatte 120 Stunden lang ganz überwiegend großen Spaß mit Starfield. Ich will selbst jetzt immer noch weiterspielen, die restlichen Quests erleben, mein Schiff weiter ausbauen.
Das ist mir eine 9.0 von 10 wert. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gerne ein Abo da oder sogar echte Credits unter der Stationsadresse gamersglobal.de/premium auf dem Planetenputzbrunnen im fernen Sonnensystem Bayern.